und frisst brav jeden Tag 3 Kilo Kreide, verordnet vom Dürrenetz. Nachricht die Kleidergröße. Auch nur zu einem, wenn sie dann zwar denken, aber nicht entscheiden dürfen. Entschieden hat Geisler, nämlich dass es zu spät sei für eine. Mitbekommen, dass einzelne Leute zum Untersuchungsausschuss vorgeladen werden. Teilweise sind diese sehr unvorbereitet und werden dann überrumpelt oder sind einfach unvorbereitet in diesen Untersuchungsausschuss reingegangen. Als ursprünglich veranschlagt. Vor diesem Hintergrund verkündet der Vorstand der Deutschen Bahn grundsätzlich, dass eine Umsetzung erst nach abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren erfolgt. Sie sehen, das ist einer der Sachverhalte, die in Geislers Runde leider nicht angesprochen wurden. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, habe aber da kein Gehör gefunden. Thank you.
Lügen!